Was glaubst du, in welche Richtung wir fahren? Fragte er Hakon. Der hagere Steuermann kratzte sich den faltigen Hals. Keine Ahnung, sagte er zögerlich. Der Himmel war die ganze Nacht über bedeckt und der Wind hat ein paar Mal leicht gedreht. Ich schätze aber, wir fahren grundsätzlich weiter nach Westen. Thorolf nickte, schickte Hakon zum Schlafen und löste seinen zweiten Steuermann an der Ruderpinne ab, der ihm mit einem müden, übernächtigten Blick dankte. Thorolf liebte es, die Goldadler selbst zu steuern und das morgendliche Erwachen der Menschen und ihr anschließendes Treiben zu verfolgen. Am frühen Vormittag nahm der Wind weiter zu und trieb eine unruhige, immer höhere Wellen gebärende See vor sich her. Thorolf kannte die Vorboten schlechten Wetters. Ein Sturm kündigte sich an. Er ließ das Segel auf die Hälfte reffen und griff nach seinem Horn, um die Schiffe seines Verbandes vor dem drohenden Unwetter zu warnen. Wie ein Echo hallten die dumpfen, tiefen Töne aus den Hörnern der benachbarten Schiffsführer über die zunehmend aufgebrachte See und veranlassten auch die Besatzungen der weiter entfernt segelnden Knorren, sich auf den Sturm vorzubereiten. Thorolf gab den Menschen an Bord die Anweisung, ihre Planen zusammenzupacken und sich mit Seilen an der Reling zu sichern. Die Seeleute brauchten Platz für ihre Manöver. Sein zweiter Steuermann stieg mit Seilen im Arm und drei Knechten im Gefolge in den Lagerraum hinunter, wo sie die Pferde und die Kühe auf die Seite legen und ihnen die Beine zusammenbinden würden. Thorolf hoffte, dass diese Maßnahme zum Schutz der Bordwände nur bis zum Abend nötig war, denn sonst würden die Pferde krank werden und sterben. Gegen Mittag schwoll der Wind zum Sturm an. Das Holz des Masts knarzte und ächzte. Da Thorolf befürchten musste, eine heftige Böe könnte ihn aus dem Mastfuß reißen, rief er gegen den Lärm der dumpf rollenden Brecher einem Seemann lauthals den Befehl zu, das Segel auf ein Viertel zu reffen. Erleichtert sah er die anderen Schiffsführer seinem Beispiel folgen. Knapp vor den von Achtern heranrollenden Wellen stampften die Knorren durch die aufgewühlte See. Es war gut gewesen, die Fahrt zu mindern, stellte Thorolf fest. So liefen die Schiffe weniger Gefahr, mit zu hoher Geschwindigkeit den Bug in den Rücken der vorauseilenden Welle zu drücken und von ihr überflutet zu werden. Schon jetzt schöpften Knechte und Mägde hektisch das Wasser aus dem Schiffsbauch, selbst einige Freie beteiligten sich an der anstrengenden Arbeit, wussten sie doch, dass ihr Leben und das ihrer Familien von der Seetüchtigkeit ihrer Schiffe abhing, die dem riesigen feindlichen Ozean nicht mehr als kleine zerbrechliche Nussschalen galten. Thorolf, der von der Ruderpinne aus seine Befehle in den Sturm brüllte, schätzte die Höhe der Wellen auf mittlerweile 18 Fuß. Wenn sie brachen, hinterließen sie wirbelnden weißen Schaum und schickten ein dumpfes Grollen über die See. Schon den ganzen Tag über verbarg sich die Sonne hinter den dahinjagenden bleigrauen Wolken, und Thorolf hatte keine Ahnung, in welche Himmelsrichtung der Sturm sie trieb. Mit klopfendem Herzen hoffte er, das Unwetter möge nicht noch heftiger werden, und Thor würde ein Einsehen haben und die Schiffe vor dem Untergang bewahren.